Der Olympiasieger als Underdog. Die Bahnradfahrerinnen Miriam Welte und Christina Vogel haben 2012 in London den Teamsprint-Wettbewerb gewonnen. 4 Jahre später scheint die Konkurrenz jedoch zu stark. Dennoch haben Welte und Vogel das Podium in Rio de Janeiro fest im Blick. Ich denke, es ist alles drin. Es sind alle 4 Nationen oder 3 Nationen, die um die Medaillen streiten, letztendlich in der Lage zu gewinnen. Am Ende entscheidet die persönliche Bestform oder die Tagesform dort. Und wir haben jetzt keinen Vergleich mehr. Wir wissen nicht, wie die anderen drauf sind. Und es wird ein ganz spannendes Ding dann in Rio. Für Vogel soll eine Teamsprintmedaille nur der Auftakt zu mehr sein. In den Einzeldisziplinen Keirin und Sprint setzt sich die 25-Jährige ebenfalls hohe Ziele. Ich sag mal, wenn es am Ende 3 Bronze wären, geil, hallo, es sind 3 Bronzemedaillen bei Olympischen Spielen. Ne? Wenn es nur 1 Goldene wäre zum Beispiel, sag ich auch, einem Fallen, hallo, ich bin Olympiasieger. Ne? Also klar, ich gehe schon mit der Zielstellung ran, 3 Medaillen mit nach Hause zu bringen. Welche Farbe es am Ende wird, das steht auf anderen Blatt Papier aktuell noch. Es könnten die Spiele der lebensfrohen Sprinterin werden. Zunächst steht jedoch am Freitag der Teamsprint mit Miriam Welte auf dem Plan. Die goldenen Erinnerungen an den Coup von London sollen dann wieder aufleben.